Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ja, nach der letzten Folge war ich etwas abgefuckt, ne? Ich hatte auch eigentlich gesagt, ich mache das jetzt hier offscreen mit den Djinns. Aber wisst ihr was, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Für euch ist leider nur ein Tag vergangen, aber ich werde es jetzt trotzdem nochmal in-game machen. Also gehen wir wieder ab in die Rubalweiten und bekämpfen nochmal diese verfluchten Dünen-Djinns. Ach, guckt euch das mal an. Hier ist doch schon wieder... Ach, ich hasse es so. Guck mal, seht ihr den Pfeil? Ist schon wieder fehlerhaft. Wo sind die denn jetzt? Die Ginny Boys. Auf der Seite? Da seid ihr ja. So, diesmal wollen wir nicht in den Endgegnerkampf. Ach, guck mal, die stehen ja noch da. So, ich habe hier schon wieder was bekommen, und zwar von Christian Zauberhammer. Vielen Dank. Lieber Christian Zauberhammer. Platz habe ich noch genug. Dann gucken wir doch mal, was das ist. Schwarzer Bullaugenbogen, Bogen, aufgebrochene Zelle und ein Hydrant. Bla, 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 bla. Ein Hut. Helm der Straßenlegende. Aha. Oh, nee. 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 Nee, ich glaube, der kann nicht mithalten mit dem, was ich habe. Oder? Gucken wir mal gerade. Hut, Hut, Hut. Händlerhaube der Wüste, Helm der Straßenlegende. Viel mehr Leben, okay, mehr Treffsicherheit. Aber nee, 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 nee. Da geht... Nee, nee. Ihr könnt euch die Werte selber angucken. Das kann ich unmöglich so eintauschen. So, jetzt wollen wir aber nochmal unser Glück versuchen hier im Kampf. Tja, und wenn es nicht klappt, ja Leute, dann werde ich es nochmal offscreen machen. Aber das war echt ein Mega-Fail. Ich hoffe, ich war nicht zu sauer. Doch, ich war schon ziemlich sauer. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr geschimpft hier über denjenigen, der da einfach in den Kampf reingekommen ist. Ja, muss ja auch mal sauer sein, ne? Aber es ist nicht von langer Dauer. Es ist ja auch ein bisschen meine eigene Schuld. Ich könnte ja auch einfach... es ausschalten, dass man mich sieht, wenn ich spiele, ne? Wenn ich das nicht vorhab, dass mir jemand hier hilft. Und ich meine, ich hätte ihn... Was ist denn hier das für ein Gehänder? Ich habe mich total verheddert hier. Was ist aber... Also... Burps. Aber wisst ihr was, ich kann einfach mal gerade die Kopfhörer ausmachen. Ups, jetzt hört man den Ingame-Sound. So. Oh, ich liebe es. I love it, I love it. Ich hänge mit meinem Zimmer ziemlich hinterher. Was heißt hinterher? Ich habe ja keine Not oder Eile, aber ich habe bisher sehr wenig getan. Nur. So. Wo sind wir denn hier? Feuerkessel? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht, aber ich lasse ihn mal weg. Fire Klinge. The good old Fire Klinge. Herr im Himmel, schenk mir ein. Brauchst du nicht, hab ich schon. Haben wir alles schon parat. Was? So, komm hier, komm, geh mal raus hier aus diesem Gedönse. Lecco mio. Oh, bin schon wieder dran. Bin schon wieder am Zug. So, ich habe einmal hier so ein Gedöns drin, ne? Wie heißt es? Minus 25%. Das ist jetzt nicht so berauschend. Ah, fuck. Also, um das hier rauszukriegen, müsste ich schon wieder... Wie kann das denn sein? Müsste ich schon wieder mein Mikrofon abmachen. Das habe ich aber jetzt nicht vor. Aber wisst ihr was? Ich kann auch das einfach mal ausziehen. So, Fire Castle. Machen wir noch. Ich habe keine Lust, mich auf diesen Kampf zu konzentrieren. Guck mir lieber zu, wie ich hier Zeug entheddere. Also das verstehe ich nicht. Ach, ich weiß schon, was das Problem ist. Meine Jungs haben hier mit dem Spiel gespielt. Mit dem Computer gespielt. Fortnite. Die sind ja nur... Fuck you, 1450!
Minus 55, was ich hier tun muss. Mistkerle. Der hat auch ein Schild drauf. Ja, fucker, echt, oder? Dann gebe ich mir jetzt noch eine Elementar-Klinge. Jo, komm. Ich hab's doch. Ne, die sind nur am Fortnite-Spielen. Mein Gott, die sind so im Fortnite-Hype. Und ich kann wirklich beim besten Willen diesen Hype um Fortnite nicht verstehen. Och, leck mich doch fett. Ich lasse es jetzt einfach so. Es ist mir ein bisschen unbequem. Fortnite. Spiel doch mal Fortnite, Kaios. Damit kriegst du mehr Klicks. Mhm. Leute, ich hoffe, ihr wisst inzwischen, dass es mich nicht mehr interessiert, ob ich besonders viele Klicks bekomme oder so. Scheiße. Ich möchte jetzt in erster Linie UZ11 durchbekommen, ne? Weil das Spiel einfach jetzt schon zu lange auf diesem Kanal läuft und jetzt ist schon wieder die nächste Welt draußen und ich möchte dieses Spiel durchhaben. Deswegen wird UZ11 bis zum Erbrechen gespielt. Ich bemühe mich wirklich, dass jede Woche, jeden Tag eine Folge kommt, bis wir endlich durch sind. Und dann geht es hier was entspannter zur Sache. Da gibt es immer noch UZ11. Aber, ja, einmal die Woche oder sowas. Mal gucken, mal gucken. So, ich habe ganz schön... Toll, ganz großartig, großartiges Kino. Die haben so viel Schilde gezaubert, diese verfluchten Djinns, echt. Ich hasse die so sehr. Kann ich jetzt vielleicht direkt das, den Feuerdrachen wieder machen, bevor die mir wer weiß wie viel abziehen gleich. Toll, nö, verpatzen auch nichts, ne? Was haben wir denn da noch? 104, ach du liebe Güte, komm. Ich kann zum Glück direkt angreifen. Und die Djinns sind echt blöd. Echt blöd. Minus 55. Yeah. Aber der hat noch wenig Lebenspunkte. Tschüss. Sehr gut. So, jetzt schnell weg hier von diesen Pennern. Give me a break, why don't you? You want into Istanbul? Ja, will ich. I can't imagine why, but why not? You can only bury your head in the sand for so long. So. Okay, ich muss das jetzt... Was? Du willst nach Istanbul? Du kannst auch einfach deinen Kopf im Sand verstecken. Das hier mit dem Pfeil ist ja bescheuert, oder? Wir gehen mal hier raus. Und dann gehen wir wieder rein. Ich habe im Moment aber auch massive... Geschwindigkeitsprobleme hier am PC. Ich weiß nicht, was los ist. Jetzt geht er wieder. Gut. Vielleicht muss er hier nicht noch Zeit verplempern, indem ich unnötigerweise... Ach, guck mal, hier steht er auch direkt. Meine Quests suche. So. Alright, here you go. One snake's maw coming right up. Danke. Aha, da ist es ja. Cool. Mega cool, oder? And you're welcome very much. Now, if you don't mind, I have to get back to wandering the dunes. Goodbye. Ja, viel Spaß. See? Told you it wouldn't be hard. Jean have a lot of power, but they can't abide discomfort. Hassle them a little and they'll do your bidding. All right. Next part is on my brothers. Taffy will go in and make contact with our inside man. Tiki can help you get past the serpentine gate. I'll stay and make sure the djinn don't try to close the snake's maw and trap you inside. Go in and find Tiki. Be strong, wizard. Good luck. Okay. Wird wahrscheinlich wieder etwas anstrengend, hä? So, jetzt sind wir in Istanbul. Ah, Istanbul ist nochmal so eine etwas größere Geschichte hier. Schön, schön. Und in Istanbul gibt es auch wieder Sachen zu finden. Ist also auch quasi nochmal wie so eine Mini-Welt. Ach, guck mal, hier kann ich schön rausgucken. Cool, oder? Finde ich sehr gut. Was haben wir denn hier?
Vipern-Soldaten. Hier gibt es auch Sachen zum Einsammeln. Schön. Da komme ich nicht durch. Da muss ich gleich kämpfen. Alles klar, Tiki. Ich finde ihn. Ich habe ihn schon gefunden. War auch sehr schwer. The Serpentine Gate. The Serpentines built Istanbul to escape the surface. But now, many instead seek to escape Istanbul. Their leader, Cobra Commander, maintains a ruthless regime. No one allowed in and no one allowed out of the gate. Except fortunately, Taffy is very sneaky. He went in to make contact with our man on the inside. Getting you in will be more difficult. The gate captain keeps the gatehouse locked. Defeat enough Viper soldiers to lure him out, and I'll sneak in and unlock the door for you. So, besiege Vipern-Soldaten. Dann machen wir das mal. Besiege genug, sagt er. So, alles klar, alles klar, alles klar. Kai ist als erstes am Zug und ich mache mir erstmal einen Schutzwall, weil die schon ziemlich viele Pips haben, Sturm sind und mir direkt wahrscheinlich einen reinwürgen werden. Das ist schon mal nicht schlecht, 20% weniger Schaden zu erleiden. Durchstochen. So. Ja, Leute, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Na, jetzt ist die Folge schon fast um. Da können wir auch, obwohl, ich kann auch mal gucken, ob ich vielleicht einen Kommentar noch vorlese. Boah, wie mich das hier stört mit dem Rückkabel. Das werde ich wahrscheinlich jetzt vor der nächsten Folge mal gerade ändern. Ja, wann nehme ich auf? Wir haben 9.37 Uhr morgens. Eine total ungewohnte Zeit für mich. Auch nicht schlecht, oder? Minus 75% auf Feuerangriffe. Mist. Na gut, dann machen wir noch einen Schattenzauber. Ich muss übrigens dran denken, vor dem nächsten Endgegnerkampf mein Deck umzustellen, weil ich hatte ja einiges geändert für... Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das waren diese drei Schlingel da, ne, die mir jetzt hier helfen. Ja, das hat eine Treffsicherheit von 100%. Minus 25% müsste vielleicht trotzdem noch klappen. Ja. Wobei, das zaubert ja auch das Tierchen, ne? Kritisch geblockt. Okay. Noch schlage ich mich ganz gut. Schokomensch schreibt, ich lese nicht, weil ich Mirage schon durch habe. Okay. Joe Carpenter schreibt, schade, dass die neue Welt nicht so schön synchronisiert wurde wie die alten. Naja, eigentlich wurde die neue Welt ja gar nicht synchronisiert, ne? Ist wirklich schade. Aber, Leute, was will man machen? Ich finde übrigens die englische Synchro tatsächlich auch echt nicht schlecht. So. Florian Happel, ach so, ne, der schreibt zu Agony was. Oh, einer der wenigen, die was zu Agony schreiben und sich das Let's Play zu Agony angucken. Ich weiß, Agony ist ab 18, aber trotzdem guckt euch das Let's Play von Agony an. Schade, dass sie, Quatsch. Alte Schwede, ich bin so verwirrt. Bitte, Chaos, ich liebe es, dieses Spiel mit dir als Let's Player anzuschauen. Bitte hör nicht auf damit. Merkt euch das. Geht auch für alle anderen Let's Plays, die hier aktuell laufen.
Miss Vegeta schreibt, ganz ehrlich, wenn du schon bei den Straßengegner am Anfang Schwierigkeiten hast, kannst du... Sorry. Wir machen es jetzt mal so einfach. Ist auch scheißegal, wie rum. Ob erst der Drache, erst der dann der Stier oder umgekehrt. Schwierigkeiten hast, kannst du dir gleich Kronenrüssi holen, so schlecht wie die ist, wenn du schon so viel für Reittiere ausgibst. Was für ein Blödsinn. XX Tiles, The Real XXYT, wie YouTube. Mach dir mal einen Sturm-Account, wäre echt cool. Schokomensch antwortet, spielt jeder. Und abgesehen davon mache ich doch keine, keinen anderen Account mehr. Guck mal, wie lange das Let's Play hier läuft. Also regulär würde ich das nicht machen. Ich sehe, Blaze Lifehammer spielt das Spiel auch durch und bringt immer mal wieder Videos davon raus, wie er es mit verschiedenen Accounts durchspielt. Ist okay, aber das ist ein normales Let's Play und ich bin ja kein Mega-Freak, der hier jetzt auch mit allen Schulen das durchspielt. Also irgendwo ist auch Schluss. Okay, weil dafür... Oh. Da, oh. Wow. Dafür ähnelt sich das Spiel doch in vielen, vielen Dingen zu sehr. Seema TV, Seema. Ich freue mich so sehr, dass du wieder Wizard 101 spielst. Ja, das freut mich auch sehr, dass dich das freut. What's the matter? You pathetic excuses for snakes. Can't handle some riffraff. Dup, 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 dup. Weg hier. So, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier rein. Mal gucken, mit wem ich es da zu tun habe. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.